Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 und zwar diesmal mal wieder seit langer Zeit im Koop. Ja, mit dabei der Googie, grüß dich. Servus. Ja, und das Ganze komplettiert noch der Andi, grüß dich auch. Hallo. Und ja, es wurde sich schon länger mal wieder gewünscht, dass wir ein bisschen Koop machen und so weiter. Und ja, Lukas derzeit ja so, ja nicht so richtig Lust so auf das Ganze. Macht da ein bisschen längere Pause. Ich denke aber trotzdem mal, dass er dann irgendwann wieder mal Bock hat. Spätestens, wenn er dieses Video sieht, ja, Grüße raus an den Lukas. Ja. Das nächste Mal, Chor, bist du dabei. Ja. Sonst gibt's Ärger. ja, egal. Aber mit Googie und mit Andi haben wir auf jeden Fall hier eine coole Truppe zusammen. Und wir haben uns einfach mal überlegt, wir machen jetzt einfach was ganz Banales, was es auf YouTube schon 10.000 Mal gegeben hat, aber trotzdem lustig ist und cool ist. Und vor allem nimmt es uns eine Entscheidung ab, was machen wir für ein Thema oder was machen wir für ein Auto oder wie auch immer. Wobei, das, was für ein Auto, wird sich dann jeder gleich selber stellen dürfen. Ihr seht schon hier so mehr oder weniger an meinem Startbildschirm, mal Auto kaufen. Wir haben uns einfach überlegt, wir machen einfach, ja, wir haben Startkapital und jeder von uns darf für dieses Kapital Geld ausgeben. Ja, wir haben uns jetzt auf 60.000 Credits geeinigt. Man kann entweder direkt für 60.000 ein Auto kaufen und ist dann fertig. Ja, das wäre der schnellere Weg. Oder man sagt, okay, ich kaufe mir was für zum Beispiel 30.000 und dann investiere ich nochmal 30.000 ins Tuning. Ja, und ja, das ist quasi die Aufgabe, die wir jetzt am Anfang machen werden. Und ja, die Sicht von Googie ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Und die Sicht von Andi, die stellen wir uns einfach bildlich vor. Machen wir einfach so. Ich mache Dauerhard-Clips. Alles klar. Also, Andi als Freund aufnehmen und dann auf seiner Xbox-Pinwand in seinen Spielclips reinschauen. Und dann zu so sortieren. So, ich gehe mal durch, was hier so alles gibt. Und dann, ja, ich nehme irgendeinen für 60.000, aber nicht schnell fertig. Ja, Falken oder Falken? Willst du? Ja, Falken ist ein teurer Spaß. Ich glaube, da muss ich, die lasse ich gleich schon mal weg. So, Alan Morgan Freeler kostet 50.000. Ganz klar, Jaguar F-Pace. Ich habe jetzt einfach mal vom Preis aufwärts sortiert, dann habe ich so einen besseren Überblick. Gratiswagen zählen nicht, oder sonst kommen nee. Holden Nummer 22. Ich schon gedacht, ich wollte gerade sagen, ey, da kann man hier Gratiswagen, nee, den lassen wir mal weg. Frage, ey, also, was nimmt man da jetzt? Was würde ich nehmen? Also, so selber, aus eigener Interesse, wenn mir jetzt jemand sagen würde, hier hast du 60.000 Euro, kauf dir einen Wagen, oder beziehungsweise gib das ganze Geld aus für deinen Wagen, ja. Ich glaube, in Real Life würde ich da schon eher sagen, okay, da kaufe ich mir lieber Auto, was dann schon fast dahin kommt. Weil ich jetzt nicht so derjenige bin, der dann im Nachhinein sagt, oh, da will ich noch so mega viel dran rumbasteln. Also bei mir dasselbe, maximal nur noch Felgenfahrwerk, das ein bisschen tiefer kommt, aber dann das war schon. Ja, vielleicht noch Software oder sowas. Und ja, genau. Das war es dann schon. Keine Ahnung, wenn man sagt 60.000 in Real Life, würde ich sagen, ja, ich gebe bis zu 54.000 fürs Auto aus und den Rest behalte ich für Felgenfahrwerk. Bisschen chippen oder sagen wir 54.000 fürs 53.000 fürs Auto, sondern bleiben 7.000 über und den Rest für Chippen, Typisierung und Co. Ne. Aber hier ist gerade ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier ist mal so zwiegespalten, ne? Will man das so auch so machen, sagen, hey geil, ich nehme ein geiles Auto oder sage ich, ich baue da ein bisschen noch was ein. Die Frage ist nur, was kann man rausholen, ja? Ich meine, ich gucke jetzt gerade mal so durch, allein jetzt vom Leistungsindex, was da so Starkes dabei ist. Das ist schon, das ist ja auch so ein bisschen Indiz dafür. Oh, ja, das wäre sexy, aber halt. Das ist echt schwer, also es ist echt nicht einfach. Das wäre schon ein sexy Auto, aber ich glaube, damit würde ich auf die Fresse fliegen. Ja, da sind ein paar dabei, wo ich glaube, damit fliege ich voll auf die Fresse. Man könnte sich auch den Titan Warrior Concept holen, hätte man mal einen Diesel. Ja, yeah, ich hab's auch schon gesehen. da hätte ich noch 10.000 über. Wie viel hätte ich hier noch? Halt ein bisschen mehr über. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehmen werde. Halt auch geil. So, ich hole mir jetzt mal was zum Schreiben, weil ansonsten komme ich da mit den Zahlen nicht wirklich. Ja, ja, ich hab's auch schon gedacht. Ich glaub, ja, du musst ja aber ja nur den Kaufpreis aufschreiben, weil die Credits werden dir ja auch alle direkt angezeigt. Fürs ja, Bühnen. Stimmt, im Shop wird es auch angezeigt, stimmt. Schlecht eigentlich so. Also gut, ich glaube, es gibt ein Fahrzeug, was da relativ krass dominiert, wenn ich das ja, schon vortransiert. Also,
Ja, Ford ist schon richtig, aber jetzt nicht unbedingt der Transit. Weil der neue Ford Focus RS ist quasi Preis-Leistung hier schon echt böse dabei, wenn ich das mal so angucke. Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht, andere. Aber... Da gibt's echt? Andere. Ja. Gibt's doch nochmal bessere, oder was? Ja gut, so ganz alt, also Lotus Esprit sehe ich gerade, ist auch noch richtig stark dabei. Aus so einem alten Schinken würde ich jetzt nicht kaufen, also würde ich jetzt in echt nicht kaufen, wenn ich jetzt... Also ich gehe jetzt mal an die Sache wirklich so ran, wie würde ich in Real Life rangehen, mit dem Hinblick, dass ich doch ein bisschen mehr tunen wollen würde. Aber ich würde trotzdem eher etwas Moderneres kaufen, wie doch was Altes, ja. Also ich meine, ich weiß natürlich, in Forza würde es natürlich Sinn machen, jetzt hier so ein Skyline oder sowas zu nehmen oder so eine Supra, aber ist jetzt nicht unbedingt das, was ich kaufen würde tatsächlich für das Geld. So, also ich habe noch ein paar Mark über. Was kann ich noch machen am Auto? Ich habe nämlich schon eins gefunden. Also ich schwank zwischen drei Fahrzeugen, glaube ich, muss ich ehrlich sagen. Ich auch, aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich glaube preis-leistungstechnisch kriege ich bei dem ja doch ein bisschen mehr als wie bei den anderen. Der wäre natürlich auch geil. Pass auf, ich nehme den jetzt einfach scheiß drauf. Oh, sind breite Reifen teuer. So, ja, Reifen sind richtig teuer und Reifenmischung ist auch richtig teuer. Also da muss man schon... Jetzt haben wir alle drei einen Megane. Nee, ich habe keinen Megane. Ich habe keinen Kompaktsportler, das ist auch schon mal sicher. Das würde ich nicht, das meine ich. So, ach komm, scheiß mal auf Design. Ich nehme jetzt irgendeine Standardlackierung. So. Ich habe auch eine Standard genommen. So farblos. Da gibt es aber nicht so viel Farben. Die sind alles relativ farblos. Komm, so ein... Ach, nehmen wir jetzt auch mal die Standardfarbe. Was soll's? Farben kann ich immer noch ändern. Okay. Ich habe jetzt noch 60.000, haben wir gesagt. Okay, dann habe ich nicht mehr viel über. okay. Oh ja. Oh ja, ja. Das wird lustig, ja. Ja, wir wollen jetzt ja auch tatsächlich nicht so einen hohen Preis ansetzen, weil man hätte jetzt natürlich sagen können 150 und so, aber ich glaube so 60.000 ist schon ordentlich. Ja. Also. Ich finde es natürlich immer noch schlechter, dass die Gewichtsreduzierung etwas kostet. Ja, Arbeitsstunden kostet die. Aber die ist ja nicht teuer, die ist eigentlich echt billig sogar, muss man sagen. Ja, im Verhältnis gesehen schon, aber wenn man so schaut, ist es nicht gerade günstig. So, ich nehme jetzt erstmal Felgen, weil Felgen ist fürs Auge, ja, die sind scheiße teuer, glaube ich, oder? Ich habe Felgen drauf gemacht, ich habe mir das Geld genommen und habe gedacht, das investiere ich. So, bei mir wird es aktuell schon knapp. Was ist größere Felgen? Sind die? Oh, die sind auch scheiße teuer. Leck mich am Arsch. Ich glaube, Felgen mache ich nicht, ey. Reifen ist, glaube ich, ein teurer Spaß. Das geht so. Ah, nee, okay, hier wird's teuer. Oh, hier wird's richtig teuer. Okay. Oh, nee, das ist zu viel. Scheiße, nee, kann ich nicht machen. Ich mach das mal. Das ist auch zu viel. Scheiße, ich weiß nicht, was ich reinmachen soll. Wenn dann so. Machen wir eigentlich auch viel. Rundkurs? Also wahrscheinlich schon, oder? Ja, also alles ein bisschen querbeet, würde ich sagen, oder? Machen wir das eher so, oder? Ja, das ist besser. Wie steht's mit Setup? Oder nur die Teile? Du kannst am Setup was machen, wenn du Teile einbaust, die Setup bringen. Okay. Das ist nämlich das Blöde, weißt du? Es gibt einerseits hier diese Teile, die kaum was am Leistungsindex machen. Und man denkt eigentlich nie darüber nach, dass die eigentlich voll viel kosten könnten. Und jetzt merke ich gerade so, okay, scheiße, diese ganzen Einbauteile, die kosten ganz schön gut Geld, ne? Ja. Shit. Pass mal auf, aber das muss ich reinbauen, das geht nicht anders. Da ist eigentlich schon relativ gut. So. Kostet viel zu viel, leider. Kostet zu viel, ich muss es weglassen. Das ist eigentlich im Verhältnis noch gut. Okay, jetzt habe ich nicht mehr viel Geld. Da habe ich nicht mehr viel Geld. Was mache ich denn jetzt? Das wäre eigentlich schon nicht unwichtig hier hinten.
das kostet mir zu viel. Ich muss sagen, die einstellbaren Teilen sind mir, kosten mir zu viel, als dass sie das wert sind. Was kosten die Teile denn? Das geht sogar noch. Das, was sie am meisten bringt. Soll ich hier noch ein bisschen ins Design rein? Schauen, ob ich da noch schon zu teuer, finde. Ne? Fuck, ist schon zu teuer. Weil zum Glück Aufkleber kostet nichts. Teuer. Ja, jetzt pass mal auf, ich mach mal das da. Bisschen Geld. Gott, gibt's ja irgendwas, was billig ist? Nee, das ist alles teuer. Teuer, ich glaube, ich krieg da gar nichts mehr rein. Ah, ich bin fertig. Verdammt. Wieso ist das alles so teuer? Jetzt auch nicht anzufangen zur Lackierung sagen, weil da würde ich eventuell mein Auto verraten. Das hat auch ein bisschen. Ja, aber wir haben doch jetzt eh alle schon eins ausgewählt. Das ist ja im Prinzip wurscht. Jetzt, ja, im Prinzip ist jetzt egal. Ja, trotzdem. Aber ich würde sagen, bevor wir rausgehen, sagt jeder mal noch so ungefähr. Na gut, oh. Wir sehen es. Nee, wir lassen es mal. Ein bisschen der Überraschungsaspekt. Oh, das da. Könnten wir machen. Ah, warte mal, passt. Markus, ich mach das mal so. Und jetzt mache ich das hier so. Also ich kann sagen, ich habe Klappscheinwerfer. Boah, ich bin richtig gut. Ich habe 14, also ich hab noch übrig genau 15 Credits. Also die 60, die 60.000 habe ich gut ausgenutzt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, mir sind 300 oder 400 Credits übergeblieben. Was würde denn sowas kosten? Oh, das ist relativ günstig, sowas sogar. Warte mal, ich glaube, ich muss nochmal umdisponieren. Ich muss nochmal kurz umdisponieren. Ach, du Scheiße. Das ist auch viel zu teuer im Verhältnis. Motorwechsel. Kann ich gerade vergessen, viel zu teuer. Warte mal kurz. Ich habe auch am Anfang überlegt zu fragen, Motorwechsel, ja, nein. Ich habe dann mal die Preise angeschaut und denke mir, gut, macht eh kein Schwein. So, das, was ich jetzt mache, tut mir ein bisschen leid. Ach, eigentlich egal, in der heutigen Zeit muss mir das nicht leid tun. So, ich glaube, ich disponiere nämlich gerade noch mal ein bisschen um. Kommt sicher Allradantrieb rein. Nee, Allrad ist zu teuer. Die Haube lässt mich ja nicht mehr schauen. Ich muss ja trotzdem schon mal reinsetzen und mal das Ganze von innen hier begutachten. Ich bin voller Pfennig-Fuchser. Ich gucke jetzt gerade alles durch, dass ich irgendwie. Preis ich sehe gerade, mein Auto ist, glaube ich, doch gar nicht mal so neu, wie ich anfangs gedacht habe. Ich habe nämlich nicht aufs Baujahr geschaut. Mein Baujahr schon relativ. Also, es ist nicht mehr aktuell, aber es ist schon noch sehr. Modern. Ja, akzeptabel. Ich habe 150, okay. Gibt's noch irgendwas, was 150 kostet? Ich glaube nicht, ne? Nee, sowas Günstiges habe ich nirgendwo gefunden. Ja, okay, ich lasse es so. In der Hoffnung, das habe ich jetzt was Gutes hingezaubert. Also gut, ich sage mal so, wenn jemand von euch ein älteres Fabrikat hat, habe ich eh schon verkackt. Das ist einfach ein Forza so. Aber wie gesagt, ich bin jetzt eher so rangegangen, mehr, wie ich in Wirklichkeit rangehen würde, mit dem Aspekt, dass ich doch noch ein bisschen mehr tune. Ich muss jetzt kurz nochmal. Bin ich auch mehr oder weniger rangegangen. Mit der Optik nochmal kurz was ändern. Warum ist das ein Auto, was mich in Wirklichkeit schon interessieren würde, also wo ich nicht Nein sagen würde dazu? Ja, ich auch. Zu dem Fahrzeug würde ich auch nicht Nein sagen, den würde ich sogar echt nehmen, ey. Ohne Flachs. Ich gehe gerade mal ein bisschen durchs Auktionshaus noch und bin gerade bei Shelby und da fällt mir ein, dass morgen ja der Shelby GT500 angekündigt wird. Was sagt ihr dazu? Ja, also wenn die Folge hier rauskommt, dann ist das schon passiert. Ja, gut. Ja gut, der neue Mustang ist ja auch schon, oder das Facelift vielmehr ist es ja, glaube ich, eher, oder? Oder ja, ist es komplett ein neuer? Facelift. Nee, Facelift. Okay. Kein schönes Facelift. Keine Ahnung, ich weiß nicht, das geht voll im Netz viral, so von wegen, guckt euch den neuen an, voll scheiße. Ich finde den jetzt nicht schlechter wie der alte, jetzt mal ehrlich. Ja, mir also, gefällt auch super. Also ich weiß nicht, was alle haben. Ich meine, ich bin kein Mustang-Fan, muss ich sagen. Ich bin eher der Camaro-Typ wie Mustang, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde ihn jetzt nicht hässlicher als den davor. Also, ich weiß es nicht. Ich habe den einfach schöner gefunden, weil er eine aggressivere Optik hatte. Passt irgendwie mehr zu einem Mustang. Ich finde die neue Optik aber nicht weniger aggressiv, wenn ich ehrlich bin. Ja, vor allem die Haube einfach.
Allein die Haube ist doch schon so mega, mega aggressiv formt. Ja, eins, was mir überhaupt nicht gefällt an der Front, sind einfach die Nebelscheinwerfer. Die da unten so längs drin sind, das passt einfach irgendwie überhaupt nicht zum Auto. Im Gegensatz den Arsch finde ich geil, also die Heckpartie vom neuen Mustang finde ich geil. Ja, weil die da nichts groß geändert haben. Ja doch, es sind endlich mal 4 Endrohre gekommen. Gebt Bescheid, wenn ihr rausgeht. Ne, noch nicht. Ich muss noch Carbon-Motorhaube machen, so richtiges Assi-Tuning. Aber es kostet nicht mehr extra, ja, hallo? Bin ja eh der Challenger-Typ. So. Nee, so bin ich schon Mustang, also so ein GT350 wird mir schon gefallen. Ach nee, Hellcat. Oder Demon, noch besser. Oder Demon, oder wie man den ausspricht. Ja, die schärfere Version von der Hellcat. So. Ja, und damit kenne ich mich nicht allzu gut aus. Ja, Dodge will noch, ich weiß nicht, ob die den Challenger nehmen, aber die wollen auf jeden Fall noch einen Dodge Demon rausbringen, der nochmal mehr Leistung haben soll als die Hellcat. Okay. Ja, aber es gibt auch schon die Hellcat X oder sowas, oder? Nö. Nicht? Nee. Hellcat, die normale Hellcat, die wir auch im Spiel haben, ist das stärkste aktuell. Ah, okay. Ich dachte, es gibt noch so eine X-Variante davon oder sowas. Im April ist das, glaube ich, wird dann der Demon angekündigt, der halt nochmal einen oben draufsetzen soll. Hellcat Demon oder Challenger Demon? Ich glaube Challenger Demon. Also Hellcat auf jeden Fall nicht. So. Weil dieses Katzensymbol da auf der Seite vom Challenger wird auch durch einen Dämonen ersetzt. Da wird zumindest Sinn machen. Ja, das ist schon klar. Das haben sie schon gezeigt. Also, eine Katze da noch auf der Seite drauf lassen, wird wenig Sinn bringen. Haben sie ja auch schon ein Video dazu hochgeladen. Wo es irgendwie so mit mega Special Effects und so, wo sich dann eine Teilkatze in einen Roboter-Dämon verwandelt. Also ich denke mal, das ist schon eher auf die Hellcat aufgebaut. Aber nicht direkt eine Hellcat. Wundert's ja, wie viel so ein Stabi kostet. Das fällt normalerweise so gar nicht ins Gewicht. So 1100. Aber wenn du so ein gezieltes Tuning machst, ist das schon viel. Ja, eben. Das fällt mir erstmal auf, wie viel die ganze Scheiße kostet. Ja, im Normalfall gehst du da halt auch durch die Stabilisatoren durch und baust sie halt ein. Da denkst du dir an so, ja, die 1000, scheiß drauf. Ja, auf den Preis habe ich gar nicht geschaut bisher. Für wer? Moment, ich muss mal ganz kurz. Ich bin gleich fertig. Ich kann gleich aufs Maul bekommen. Alter, sind größere Felgen teuer. Ja, eben deswegen habe ich es gelassen. Scheiß auf Felgen, ey, das ist zu viel Geld. So habe ich schon Felgen genommen. Ein bisschen der Optikaspekt sollte schon gegeben sein. Ja, Optikaspekt habe ich durch Carbonfolie gemacht. So, ich gehe raus übrigens jetzt gerade. Okay, dann gehe ich auch raus. Nee. Oh, ich hör's auch. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so habt. Alle drei das gleiche. Ja, nee, ich glaube nicht. Aber ihr beide. Ich und Andi. Glückwunsch. Ja, okay, ja, mit dem Camaro hast du. Das ist schon was Aktuelles eigentlich. Hab ich ja gesagt, dass es aktuell ist. Das ist halt nicht 2017. Alle drei die gleiche Marke. Ja. Gut, Chevy ist halt Preis-Leistung halt echt gut. Ja, aber die Corvette habe ich auch gemeint, dass du mit dem Focus ankamst. Naja, da gibt's was Besseres. Ja, das werden wir sehen. Ich würde sagen, ja, da starten wir doch gleich mal hier mit so einem Rennen. Oh, ich muss kurz den Filter hier. Ich bin der Einzige ohne Flügel hier. Gut, dann stelle ich den Flügel mal um. Ja gut, der Flügel ist serienmäßig bei mir. Au. Ja, machen wir mal hier so ein... Machen wir mal das einfach... Ah ne, das ist die Scheißstrecke, die machen wir nicht. Mal, vielleicht ist da oben... Kugi wird vom R8 verprügelt. Achso, doch. Ich werde hier von gar nichts verprügelt. Der steht in mir. Ja, geht auch. Ja gut, gegen so eine alte Corvette werde ich natürlich das Nachsehen haben. Da mache ich mir mal keine Hoffnung. Weiß ich das gar nicht. Ja, 15 Jahre hat die jetzt schon drauf. Ja, jetzt hat sie 15, ja. Das macht schon viel aus. Aber man muss ja...
Alter, ich nehme jetzt auch jedes Verkehr mit. Muss ich überdenken, ich habe jetzt kaum Teile drin, wo ich jetzt was einstellen konnte. Das Ding ist jetzt halt. Oje, Kurve. Ich glaube, das Einzige, was bei mir einstellbar ist, ist das Fahrwerk, was ich eingebaut habe und die Bremsen. Fahrwerk, Bremsen und Spiegel. Ich habe Federn, also ja, halt Dämpfer, Federn. Stabis war mir zu teuer, die ja viel bringen würden, aber Bremsen waren mir auch zu teuer. Ja, gucken wir aber mal. Ja, dann machen wir mal hier Fanrennen. Und ja, machen wir Anything Goes, oder? Es passt. 4 Runden ja. Haben wir schon voreingestellt. Machen wir einfach mal. Was für ein LI, gut, LI sehen wir jetzt. Gar nicht sagen, bin ich mal gespannt. Ich gehe davon aus, dass ihr echt richtig hohen LI habt. Bin auch gespannt. Also ich bin ungefähr genau 100 höher, wie das, was ich was er serienmäßig hat. Da ist er. Ah, aktuelles Auto. Aber der ist ja nicht, hat keinen hohen Leistungsindex, der Camaro hier im Spiel. Also der Focus hat deutlich höher und ist billiger. Ja, muss man so sehen. Ja, Camaro habe ich tatsächlich auch überlegt, aber ich dachte mir dann, ja, wie gesagt, ich bin jetzt eher so rangegangen, wie würde ich es in echt machen? Weil so eine alte Corvette würde ich nicht kaufen. Würde ich wirklich nicht kaufen. Camaro und aktuell, den würde ich schon kaufen für das Geld. Achso, wir haben ja Ding dabei, stimmt, ganz vergessen. Wir sind ja nicht im Multiplayer, wir sind ja hier mit Dingens hier dabei. Ach, stimmt ja, oh, ein Trophy Truck, auch nicht schlecht. GTA ist auch mit dabei. Okay, Googie und ich haben ähnlichen LI, aber Andi muss natürlich wieder komplett übertreiben. Ich weiß nicht, hat einer von euch in Reifen investiert? Ja. Nee, ja, ich habe halt die Straßenreifen genommen, weil der hat ja standardmäßig schlechter wie Straßenreifen. Ich habe Rennreifen. Also ich habe auch Straßenreifen und die hinteren und die vorderen um eine Stufe breiter gezogen. Oder ja, breiter habe ich komplett, sogar vorne wie hinten. Ach, keine Kollision. Ah, das habe ich vergessen. Ja, ich habe es einfach übernommen, was da war. Oh Gott, hat der übersteuern. Hä, doch Kollision? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine. Vielleicht wieder untereinander? Nee, eigentlich auch nicht. Nee, weil die zwei KIs sind gerade gegeneinander gefahren. Und okay, ich glaube, ich habe einen Checkpoint verpasst. Ja. Nice! Und da wären wir halt zurückgesetzt. Ich bin aber nicht mal Letzter. Doch, jetzt bin ich Letzter. Das mir nur nicht aktualisiert. Problem ist, dass dadurch, dass Andi so eine LI hat, haben die zum Teil auch einen etwas höheren Leistungsindex. Naja, gucken wir mal. Aber auf der Geraden könntest du schneller sein. Ich? Keine Ahnung. Kann auch gar gucken. Ich habe einen Umbau gemacht, der nicht so typisch jetzt ist. Ich habe einen Twin-Turbo reingeklatscht. Das war nämlich voll günstig halt. Ich habe halt jetzt mehr auf der Sicht. Natürlich würde man das nicht machen. Kompressor hätte mehr Sinn gemacht, aber. Ja, bei einem Ami auf alle Fälle der Kompressor. Ja, aber ja. In der heutigen Zeit machen auch Amis viel jetzt mit Turbos. Alter, die KIs prügeln sich hier weg, das irritiert mich. Ignorier die einfach. So. Oh, freies Sichtfeld endlich mal gleich. Machen wir hier die Musik aus. Ich glaube, meine Wahl war doch nicht die allzu beste. Der Corvette. Ach, es geht. Noch liege ich vorne. Aber fragt sich nur, wie lang. Ja, ich müsste die Stabis verstellen, aber ich habe keine eingebaut, verdammt. Ja, Dito. Ich denke auch die ganze Zeit, ah, die Stabis. Stabis wären wichtig gewesen, ja, aber. Teuer. Also im Verhältnis halt. Teuer. Was es halt bringt. Ja. Ja, was hatten die gekostet, die Corvette? 35. Okay, dann hattet ihr noch 25. Ich hatte nur 15, weil die hat Camaro 45 gekostet. Ich habe ja echt noch überlegt, ob ich einen M3 nehmen soll. Da war ich auch mal überlegen. Der wäre halt nochmal 3000 teurer gewesen, aber von den Leistungsdaten nicht viel besser. Ja, also es ist ungefähr dasselbe gewesen. Aber halt dann doch diese 5000 mehr, 5000 sage ich, die 3000 mehr, die man investieren kann, war mir lieber. Und dann habe ich mir noch überlegt, den Infiniti Q60, weil den finde ich ja optisch halt mega, aber das wäre einfach preislich nicht gegangen. Der hätte 55.000 gekostet, und, nee, 50.000 glaube ich. Und das wäre dann einfach zu wenig gewesen, was ich hätte investieren können. So hoch habe ich den nicht mehr geschafft, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach preislich, wenn du noch investieren kannst, der Grundpreis einfach zu hoch.
Eine gewisse Sachen, finde ich, brauchst du hier in Forza. Ja, das ist so. Aber dass du bestehen kannst, dafür brauchst du halt ein Budget von mindestens 10.000. Wenn nicht sogar 15. Ich habe mir gesagt, Kaufpreis unter 45.000. Ja, da sind wir bei dem, was ich gesagt habe, so 10.000, 15.000. So. Ich werde irgendwie gejagt von der Z06 Corvette, oder? Von dir sogar. Ja. Nein. Ja, ne, jetzt kommt die Geraden. Oh ja. Aber von dem Turbo hört man nur das Ausatmen, ansonsten merkt man dann nicht, dass jetzt ein Turbo drin ist. Ja, egal. Aber von der Rundzeit warst du deutlich schneller. Ja, am Anfang habe ich halt durch die ganze KI nichts gesehen, das ist ein bisschen doof. Ja, die kann man leider nicht ausstellen im Korb. Ich habe ganz vergessen, im Korb ist es ja, dass man ja ganz normale Rennen halt fährt. Ja. Ja, rundzeittechnisch war ich der Langsamste. Also das bin ich generell von uns drei, also von dem her hat sich nicht viel geändert. Gucken wir mal, andere Strecke. Ja, Stadtstrecke ist doch so eine Sache, also gehen wir mal ein bisschen aufs Land, würde ich sagen. Offroad? Nee, bitte nicht. Ja, okay, aber jetzt noch zwei so Rennen und wir haben schon wieder das investierte Geld hereingearbeitet. Ja, das ist das Ziel. Ja. Also irgendwann machen wir dann eine Folge mit dem Bugatti und so weiter, dann müssen wir halt sehr viel Rennen fahren. Ach, gut, die hat ein paar Ründchen. Ja, genau. Warte mal, gehen wir mal vielleicht mal die Strecke da. Eine der beschissensten Strecken in Forza Horizon 3. Machen wir mal. Aber das sieht man halt auch einfach wieder, dass die Amis Preis-Leistung bombastisch sind. Ja, klar. Und ich meine, sie stehen, also gerade die moderneren Amis, stehen halt natürlich den europäischen Wagen auch in nichts nach mehr, muss man ganz klar sagen. Ja, ich habe ja auch gerade nochmal durchgeschaut, für 15.000 mehr hätten wir auch eine Hellcat oder GT350R bekommen. Und das sind halt schon Kaliber. Ja, ich meine, ich glaube auch die Z28, wobei, ich weiß gar nicht, was kostet der Z28? Ja, ich glaube, der schon kostet bei den 80.000, mehr. Oder? Ah, okay. Der kostet mehr. Ja, aber ist halt auch ein übles Ding. Ich bin gespannt, wenn die neue Z28 kommt. Ich glaube, die pont einiges weg. Ja, gut, aber wenn du halt hörst, Shelby GT500 kommt und dann noch der Dodge Challenger Demon, schrecklich Dodge Demon, das werden auch Kaliber sein. Ja, wobei beim Dodge wird es wieder mehr auf Leistung ausgelegt sein. Leistung und Drehmoment. Wären halt die Camaros oder halt Chevrolet, gerade bei der Z28 und so weiter, schon die Schiene führt, wirklich extrem auf Fahrwerk und so weiter. Ja, klar. Dodge macht halt wirklich noch Muscle Car der alten Schule. Ja, wirklich Power halt. Das knallt. Was ja auch prinzipiell nicht schlecht ist. Das Ding wird ja auch verkauft wie nichts anderes. Ja, klar. Gerade in Amerika macht das ja auch durchaus seinen Reiz. Boah, anders dir. Ich glaube, Dodge will einfach nicht von der alten Schiene wegkommen, weil die halt wirklich damit noch gar nicht mal so einen schlechten Markt haben. Ich denke einfach, die können nichts anderes, so brutal es klingt, aber nicht, das glaube ich nicht. Oh, sorry. Aber wenn du dir schaust, die Dodge, es ist ja nicht mehr Dodge, oder? Wer baut jetzt eigentlich die Viper? Das ist ein eigenständiges Viper Unternehmen. Nicht mehr. Ja, stimmt. Aber wer hat das der ACR gebaut? Die wurde zwischendurch mal von SRT gebaut, aber die ACR war dann glaube ich schon wieder von Dodge. Die geht ja zum Beispiel auch gut auf Performance auf die ACR. Soll er mal die Namen wieder anmachen, merke ich gerade. Ist doch aus meinem Windschatten. Die yes. Rundstrecke fahren wir. Ja. Die und die eine auf der Autobahn sind so die beschissensten eigentlich. Nee, die auf der Autobahn ist die beschissenste. Die ist die zweitbeschissenste. Ich hab den Flügel oder fast das heißt, beschissen sie ist halt schwierig, sagen wir es mal so. Die fordert schon echt viel. Burnouts gehen damit. Das hat sie genügend Leistung. So, jetzt muss ich kurz mal ein Ding anmachen. Nochmal ganz kurz am Setup, letzte Feinschliffe. Ich kann nicht viel einstellen. Ja, ich hab den Flügel nochmal ein bisschen geändert.
Okay, ich kann eigentlich nichts großartig ändern. Reifendruck halt, komm. Ja, den habe ich schon runter auf 1,9. So. Machen wir jetzt aber, pass mal auf, da geht doch bestimmt irgendwie magentechnisch oder Modern Muscle. Sind da alle drin? Seid ihr Modern Muscle? Ne, wir sind Retro Muscle, oder? Moment. Nee, wir sind Modern Muscle. Ihr seid Modern Muscle, ja. Die alte Z06. In Horizon 2 war die Retro, soweit ich weiß. Okay, dann machen wir Modern Muscle. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Passt die Kategorie immerhin. Da können wir auch S1 machen, oder? Das sind ja eh alle. Ja. Dann machen wir mal einfach abstellen. Ja. So, jetzt fahren sie alle nur Corvette und Viper und so, da kann man wenigstens drüber gucken. Ja, ist kein Bus mit dabei. Ja, warte mal ab. Ja, ich bin halt direkt hinter diesem Trophy Truck gestartet, da guckst du mal nicht so eben, wann die Kurve kommt. Oh, ich ja gut, aber dass da überhaupt ein Trophy Truck mitfährt, ist auch schon mal. Ja, es ist aber halt Anything Goes drin. Da fährt dann wirklich alles mit. Ja. Je, alles, was es gibt. So. Ah ja, aktuell im letzten Oder ist schon eine Z28 mehrere dabei, wie ich sehe. Ja, Chevy, Chevy, Chevy. Ja. Oh, wir fahren Team. Oh, hab ich Team eingestellt? Okay. Oh. Na dann. Solange die Kollisionen aus sind, ist alles gut. Ich glaube, wir sind an. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe einfach übernommen. Ich bin nicht in die Einstellung gegangen. Ja, dann sind sie wohl an. Ja. Oh ja, ist an. Boah. Hier geht alles in Rauch auf. Gut, fährt halt mal eben jetzt an der 1 von dir vorbei. Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, auf der Strecke hat Andi besseren Karten, wenn er da so viel in Kurvenspeed investiert hat. Alter, die KI. Moment, sind wir alle drei relativ weit vorne mit dabei. Ja, ich muss mich halt von ganz hinten nach vorne kämpfen. Alter, der Shelby drückt mich raus, 200. Boah, ich hab den Checkpoint nicht mehr mitgenommen. Das kennt man irgendwo, ja. Können wir bitte kurz so ein Replay haben? So ungefähr 10 Minuten vorher. Hab ich den Satz schon mal. Den Satz kannte man von irgendwoher, glaube ich. Ach man, immer diese Kurve, wieso krieg ich nie da die geile Linie? Aber da über die Kuppe raus, der Lastwagen so, das ist halt schon. Wenn sie nicht passend anfährst, die Kuppe, da hast du wirklich keine Chance mehr. Aber mir fällt gerade auf, dass der Wagen nicht leicht gefahren. Echt? Nee. Schon ein paar Mal. War ich gerade garantiert das erste Mal. Eins der Strecke hier drin. Ja? Bin die schon so oft gefahren. Ich bin, glaube ich, darauf schon sogar mehr an den Meisterschaften gefahren. Nee. Nicht. Vielleicht einmal bei Nacht, aber so kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Alter. Aber jetzt sieht man auch die Rundenzeiten dann nicht am Ende. Ja, egal, wir fahren gleich nochmal ein Rennen. Aber Grip hat man ja um die Kurve, so kann ich mich nicht aufregen. Ja, also vom Ding her finde ich schon ganz performant, was wie der hier fährt, aber. Ja, Shelby, die 350R geht besser um die Kurve. Der hängt mir gerade einer am Nacken. Ja, ich prügel mich gerade auch. Jetzt fahre ich gerade ein bisschen zu viel Offroad. Scheiße. So, ich bin hinten nach, also mich hat da eine Feder richtig aus dem Konzept gebracht. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die getunte Variante hier von meinem Camaro Supersport schneller ist als die Z28 Vorgängergeneration. Ja, ich würde von Wobei ich jetzt sagen muss, die Vorgängerversion von der Camaro hat mir besser gefallen. Nö, mir nicht. Ich finde die aktuelle schon geil. Allein mal ZL1, die neue, ist so böse. Ach, guck mal, das Team ja trotzdem gewonnen. Ich finde halt
Das Interieur zum Beispiel von der neuen Camaro halt viel moderner, viel ansprechender wie das alte noch. Das alte hat mich einfach überhaupt nicht, das fand ich furchtbar. Das war eigentlich das, was mich beim Camaro immer am meisten geärgert oder abgeschreckt hat. Das Ganze innen drin. Und das ist jetzt bei den neuen schon echt geil, muss ich sagen. Ja, gerade Chevrolet und Ford gehen da ja auch jetzt mehr auf den europäischen Markt ein. Ja. So gerade M4 oder sowas wird angegriffen. Ja, wenn man bedenkt, so ein Camaro Supersport ist nicht viel schlechter wie ein M4, ja? Das muss man mal ganz klar so sagen, ja? Ja, und kostet die Hälfte. Ja, das ist echt krass. Deswegen sage ich ja, überleg mal, die ZL1 oder halt auch dann die Z28, wenn die kommt, die wird dann ungefähr dasselbe kosten, was ein M4. Vielleicht sogar noch ein bisschen billiger. Und wir die aber sowas von nass machen, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, gerade von der ZL1 weiß man ja schon, oder gut, man weiß es nicht, aber es gab ja schon Bilder mit, wo die so einen Flügelhinten drauf hat, da bei der Nordschleife. Ja. Ob der so, jetzt nur Deko war oder nicht? Nein. Zur Abschreckung. So, ein Rennen machen wir jetzt noch. Machen wir mal ein Sprintrennen. Ja, war ja beim Panamera so. Da haben sie ja auch beim Erlkönig so einen Flügelhinten drauf gemacht. So, was machen wir denn jetzt? Ja, machen wir einfach das da, scheißegal. Jo, nee, falsch. Also ich cruise mal los, wenn man das Cruisen nennen kann. Ach Gugi, hier kannst du keinen Checkpoint verpassen. Halt die Fresse. Ah. Ja, Checkpoints waren noch nie meine Freunde. Bin ich froh, ja, da freue ich mich auf Motorsport. Da freue ich mich auf Motorsport 7, da gibt es keine Checkpoints, an denen du vorbeifahren kannst. Motorsport ja, oder weiß Race man nicht, was sie sich da alles einfallen lassen. Ja, wobei, wenn du wieder so ein komisches Fassrennen hast, hast du da deine Checkpoints. Ja, aber die Viecher kannst du ja machen. Ja, okay, und da fährst du auch, keine Ahnung, mit maximal 70 Stundenkilometern. Ja, da bist du halt eh nicht unterwegs. Ja, du fährst halt nicht gegen KI, wo halt jeder Checkpoint, den du verpasst, dich auf den 12. Platz zurückkatapultiert. Ja, da kann ich aus Erfahrung sprechen. Aua, aua. Deswegen hab ich's gesagt. Oh, ein Mini. Vorne sieht man nur einen fliegen. Aber ich bin wieder auf den Rädern gelandet. Au. Offroad-Fähigkeiten testen. Oh nee, nicht die Strecke. Sind vorhanden. Egal, wir nehmen sie jetzt. Ich hab da jetzt nicht wirklich geguckt, welche das ist. So, jetzt stellen wir mal alles ein. Also, Modern Muscle. Nee, S2 war jetzt falsch, scheiße. Modern Muscle. Was? S1. Renneinstellung. Mittag, wolkig, fliegend, Teams aus, Kollision aus. Passt. So, Blaupause erstellen. Ja. Und go. Dum-d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 um. Oder da dreht man mal bei hier. So, aktuell steht's 3 zu 3 zu 0. Achso, oder ja so. Gut. Oder? 3, also wenn der Sieger 2 Punkte kriegt, der zweite 1 Punkt, der letzte 0, dann steht's jetzt 3 zu 3 zu 0. Ja, ich bin letzter geworden bis jetzt. Ja, ich wusste halt, bei der Corvette muss ich Rennreifen draufziehen, egal wie viel das kostet. Das hab ich ja, eine Überlegung, das habe ich jetzt gar nicht nachgerechnet, eigentlich, ob Rennreifen im Endeffekt nicht sinniger vom Preis gewesen wäre für mich, statt breiten Reifen vorne und hinten. Aber ich glaube, nee, die Rennreifen haben 9.000 gekostet. Kosten 9.000? Ja. Das wäre nicht so sinnig gewesen bei mir. Ja, okay, wie viel kostet die Breite von vorne und hinten insgesamt? 3,6, oder? Nee, ich glaube, so viel habe ich nicht gezahlt. Ich glaube, das ist 103, glaube ich. Hab ich so ist das gezahlt. Nicht auch von Reifenbreite zu Reifenbreite unterschiedlich? Ja, ja, genau. An wie viel Breite. Boah, hatte ich Glück gehabt. Nein! Ich wollte gerade sagen, wo ist da Glück? Ich gegen die Wand geknallt. Ja, dass der Baum halt unfahrbar war. Weißt du? Noch ist nichts verloren. Ich glaube, ich weiß jetzt auch wieder, was für eine Strecke das ist. Da heißt bei weitem nichts verloren. Wir fahren nachher nochmal irgendwie komisch durch den Ort unten. Der war doch mit dem Supercross gefahren, oder? Ja.
Oh, wenn Speed. Gib ihm. Trau mich gerade nicht zu schnell zu fahren, weil ich halt doch immer ein bisschen Angst habe hier, dass es untersteuern kommt. Aber geht ja ganz gut um die Ecken. Komm, zieh, 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 zieh. Ah nee, da ist der blöde, schnelle Knick drin. Ja, den muss man richtig erwischen, da kann man viel Zeit gewinnen oder verlieren. In den Radweg noch mit. Ja, wie gesagt, kann man viel Zeit gewinnen oder verlieren. Ja. Boah, das würde mich ja so ärgern. Kaufst du dir eine Z06 und dann kommt einer mit dem Camaro eine schneller, ey. Ey, das ist unfair. Das ist meine Power. Durch bin ich. Also habe ich jetzt persönlich mit dem Rennausgang nicht gerechnet. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger gefahren, aber ja, verdient trotzdem. Immerhin ist jetzt Andi mal so gegangen wie mir die letzten zwei Rennen. Ich habe ja, keinen Checkpoint verpasst. Ja, aber du hast eine Mauer geküsst. Ja, gut, dann könnte man jetzt sagen, das Duell ist jetzt 4-3-2 ausgegangen. Also eigentlich relativ ausgeglichen. Ja. Ja. Ja, ansonsten würde ich jetzt aber hier auch schon wieder Schluss machen, sonst wird die Folge nur unnötig lange. Ich hoffe einfach mal an die Zuschauer, sowohl bei Googie als auch bei mir und sowohl auch die geistigen Zuschauer bei Andy. euch hat's mal gefallen. Das soll jetzt kein irgendwie eigenes Format sein oder so. Ich weiß, es gibt Formate, die genau sowas machen, irgendwie gewisse Summe und man baut was auf und so weiter. Ist nichts Neues, ist nichts Eigenes. Soll es auch nicht sein, ist aber halt eine coole Idee, einfach mal sowas zu machen. Und es wurde sich, glaube ich, schon so oft gewünscht, dass wir sowas mal in der Richtung machen. Und ja, wenn ihr in Zukunft einfach mal Bock habt, dass man ab und zu mal so statt eine normale Let's Play-Folge mal einfach so eine Koop-Folge reinstreut, wo man einfach mal sowas macht, dann ja, lasst einfach eine positive Bewertung im Sinne von einem Daumen nach oben da oder schreibt es am besten halt in die Kommentare und bringt es zum Ausdruck. Und ja, wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch Gegenteiliges tun. Wobei, den Daumen nach unten müsst ihr jetzt nicht unbedingt geben. Ihr könnt einfach auch noch reinschreiben, ihr findet es nicht so cool, wenn ihr es nicht cool findet. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist schon eine ganz coole Sache. Und wie gesagt, vielleicht hat Lukas da oder so auch mal vielleicht Bock drauf oder so, wenn er mal Zeit hat vor allem. Das ist, glaube ich, eher das größere Thema, dass das aktuell nicht so passt. Beim lieben LPN05. Gut, ansonsten bin ich raus, oder sind wir raus, besser gesagt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, Leute. Servus. Ja,